So, willkommen zurück auch für die YouTube-Zuschauer. Ich habe gerade noch mal ein bisschen mit dem Chat gesprochen. Wir haben uns hier mal einen potenziellen Siedlungsstandort markiert, hier auf der Karte. Hier bei den Gewürzen und vor allem der Pferderessource. In der Hoffnung, dass wir diese Ressource relativ schnell anschließen. Granada wurde ja schon entdeckt von einer anderen Zivilisation. Also hier wird auch irgendwie eine Zivilisation in der Nähe sein. Loyalitätsmali gibt es hier aber noch nicht. Also noch keinen Druck von irgendeiner Nation, das heißt, wir sind weit genug weg. Aber das ist natürlich ein sehr, sehr guter Siedlungsstandort mit viel Produktion und Nahrung hier, dem Fluss und der Pferderessource. Da können wir ja mal schauen, dass wir da relativ schnell einen Siedler hinschicken irgendwie. Vielleicht bekommen wir das ja gut hin. So, ab in die nächste Runde und ab in die nächste Session. So. Jede Nation lebt vom Tausch. Ah, das war's schon. Jede Nation lebt vom Tausch. Sonst sind die Texte mal etwas länger. Ich war ganz verwirrt, dass der schon zu Ende war. Also, Außenhandel erforscht. Sehr gut. Wir können also Händler jetzt. Ja, wir können jetzt also Händler rekrutieren. Das ist gut. Das könnten wir machen für Granada. Und dann schauen wir weiter. Was müssen wir jetzt ändern? Wir haben immer noch kein Paktieren. Das heißt, den Gottkönig, die wirtschaftliche Politik behalten wir. Wir kämpfen auch noch weiterhin gegen Barbaren. Auch das würde ich erstmal nicht ändern. Alle anderen Sachen ergeben im Moment keinen Sinn. Wir bleiben also bei der jetzigen Politik. Das ändern wir nicht. Wir schicken den Krieger mal zurück. Beziehungsweise wir geben dem erstmal die Beförderung, dass der hier die plus 7 Kampfstärke bekommt. Da ist ein Schiff, das ist nicht so schön. Das wollen wir mal nicht haben, aber wir können hier auch schon. Hier um die Ecke schauen, hier oben scheint halt erst auch zu Ende zu sein. Wir wollen aber hier noch einen Angriff wagen. Ist die Frage, wollen wir jetzt uns einmal ausheilen? Ne, wir greifen direkt an. Auf geht's. Einheitenerfahrung. Zack. Genau, und unsere Einheit geht es dann noch relativ gut. Das sieht also sehr gut aus. Genau, die kulturelle Ausrichtung müssen wir einmal wählen. Handwerkskunst in 8 Runden würde uns aber noch mal mehr Produktion für Nah- und Fernkampfeinheiten geben und Produktion für Handwerker. Wir könnten aber auch hier auf das frühe Reich gehen, aber da sind wir noch weit von entfernt. Das dauert mir auch noch alles zu lange. Wir nehmen erstmal die Handwerkskunst hier. Ich denke, das ist auch unstrittig. Und das erste Wunder wurde gebaut. Und ich habe jetzt vorgenommen, diesmal mal zu notieren, welche Wunder schon gebaut worden sind. Einfach aus dem Grund, damit wir nicht irgendwie zwischendurch mal denken, oh, wir wollen jetzt auf irgendein Wunder sparen oder dahin bauen. Um dann nur festzustellen, ach, das ist schon weggeschnappt. Und das erste Wunder wurde gebaut. Stonehenge ist also weg. Also irgendeiner unserer 7 Gegner hat also Stonehenge gebaut. Darauf brauchen wir also nicht mehr sparen. Stonehenge wäre theoretisch eine Möglichkeit gewesen. Wir hatten ja Steinressourcen. Ich weiß nicht. Stonehenge ist auch im Grundspiel schon enthalten. Interessantes Weltwunder. Wird bei der Astrologie freigeschaltet. Dafür muss man ein Naturwunder entdecken, um den Teurika zu bekommen. Und das Stonehenge muss an einer Steinressource gebaut werden. Hätten wir locker haben können. Und wenn man Stonehenge baut, kriegt man direkt einen großen Propheten, um daraufhin eine Religion gründen zu können. Also eigentlich eine gute Sache. Vor allem, wenn man in Richtung Religion spielt und Steinressourcen hat und schon mal ein kleines Weltwunder dazu haben möchte. Eine schöne Sache. So, und tatsächlich, hier oben ist dann auch die Karte schon zu Ende. Caruana, also hier am nördlichsten Zipfel. So, was machen wir jetzt? Ich hätte ja echt Lust, mir das Geld zu organisieren und das hier darauf ankommen zu lassen, dass der überlebt eine Runde, auch wenn sich hier eine neue Einheit bildet. Wir sind hier im gelben Bereich. Aber mit den 30 Gold mehr haben wir dann 171. Damit könnten wir einiges anfangen. Wir müssen nämlich auch schauen, was machen wir jetzt mit dem Geld. So, jetzt kommt eine etwas interessante Entscheidung. Da könnte ich euch jetzt auch gerne mal mit einbeziehen. Wenn wir jetzt in Granada die Grenzen eines Stadtstaates erweitern sich, wenn Quests erfüllt werden. Also sprich, wenn wir jetzt hier einen Bogenschützen ausgebildet haben, dann bekommt Caruana ein neues Feld dazu. Und die nehmen natürlich immer die Felder, die am grundsätzlich attraktivsten sind. Dabei sind dann vor allem erst, also werden erst die Felder, alle Felder des zweiten Rings gefüllt und dann des dritten Rings, das schon.
Aber es wird immer geguckt, okay, welches Feld ist denn am attraktivsten, so grundsätzlich. Es könnte also passieren, wenn wir jetzt einen Händler bauen oder rekrutieren oder kaufen und den nach Granada schicken, damit die Quest erfüllen, dass dann dieses Pferdefeld, diese strategische Ressource, die einzige Pferderessource, die wir hier weit und breit entdeckt haben, das müssen wir auch mal so sehen, dann wegfällt. Und dann macht dieser ganze Standort hier keinen Sinn. Kann uns natürlich auch die KI wegschnappen, aber ich bin dann fast dafür, dass wir uns dann doch vielleicht eher den Händler später kaufen, wenn wir das Geld haben, und dann hier dann doch anfangen, jetzt erstmal einen Siedler zu produzieren und hier die Stadt zu gründen, um hier das Feld zu kaufen. Weil dann ist mir alles egal. Danach können die Granada hier sich ausbreiten, wie sie wollen, aber ich würde gerne wenigstens diese eine Pferderessource haben, weil wir ja nicht wissen, zumindest stand jetzt, ob wir noch irgendwo anders eine haben. Also das ist das einzige Problem. Was natürlich schön wäre, also andersrum könnten wir auch sagen, wir lassen es drauf ankommen und riskieren es das Ganze, kriegen durch den Händler, den wir jetzt in 4 Runden rekrutieren, dann natürlich auch einen riesen Goldschub, dadurch, dass wir jede Runde mehr Gold generieren, plus wir erfüllen die Quest und bekommen daraufhin wieder Bonus beim Bau von Einheiten, also Produktionsbonus beim Bau von Einheiten, zum Beispiel auch bei einem Siedler. Das heißt, wir produzieren danach Siedler viel schneller. Das wäre jetzt also die Möglichkeit. Also entweder Händler und dann Siedler oder Siedler rekrutieren, Händler kaufen, also erst Stadt gründen, Händler kaufen und dann erst das Ganze machen. Schreibt mal in den Chat, was ihr dafür denkt. Solange verschiebe ich hier erstmal die Einheiten, die nicht ganz so wichtig sind. Ich würde tatsächlich mit dieser Einheit mal rundherum diesen Standort hier aufdecken, zu schauen, was uns hier noch so erwartet an der Ecke. Und mit dem müssen wir uns auch noch entscheiden hier oben. Aber hier würde ich sagen, lassen wir es drauf ankommen und wir überfallen den und holen uns hier einmal die 30 Gold. Also Siedler oder Händler? Ja, okay. Frank sagt, Siedler first, Expansion ist wichtiger. Ja, hat uns letztes Mal auch ein bisschen das Genick gebrochen, dass wir nicht frühzeitig expandiert sind. Ich würde auch sagen, einfach auch, weil wir nicht so viele Pferderessourcen haben und weil uns das letzte Mal schon das Problem mit den strategischen Ressourcen in die Quere gekommen ist, sollten wir vielleicht tatsächlich versuchen, jetzt hier, ja, erst den Siedler zu machen. Dann gehen wir hier erstmal auf den Siedler. Ist, denke ich mal, die sichere Entscheidung. Wenn wir nochmal eine andere Pferderessource finden, können wir immer nochmal umschwenken und dann doch vielleicht erst den Ender da hinschicken, wenn wir sagen, wir sind nicht ganz angewiesen. Aber grundsätzlich ist ja dieser Standort hier auch so ganz gut. Aufgrund der Ressourcen, die hier drumherum sind. So, ihr seht es jetzt hat sich hier natürlich eine neue Einheit gebildet. Ist jetzt nicht ganz so schlimm. Wir müssen uns jetzt hier mal ein bisschen ausheilen. Macht nichts. Wir stehen hier aber immer noch taktisch sehr gut. Wir haben noch eine relativ gute Militärstärke. Der Speer stört uns jetzt nicht wirklich. Alle anderen Einheiten haben wir bewegt. In 3 Runden wissen wir auch, wo Eisen ist. Wichtiger Punkt könnte das werden. So, hier einmal nach unten geschaut. Dann webt das Netz mit mystischen Zügen, von den Tiefen des Himmels und den Enden der Welt. Kommt, schnelle Geister von Macht und Vergnügen, füllt auf den Tanz mit Musik, die gefällt. Kobustan haben wir entdeckt. Ein Naturwunder. Ich glaube mit 3 Geländefeldern. Und wir haben dadurch den Bonus der Astrologie bekommen. Das hatte ich ja vorhin schon gesagt, dass man den bekommt, wenn man das Robustan erfüllt. Und wir können tatsächlich einmal in der Wiki gucken, weil ich das selber nicht gar nicht kenne. Kubustan. Wo liegt das ganze gute Stück denn eigentlich? Wir machen jetzt mal ein bisschen. Hä? War das nicht? Ach nee, Q. Ja, genau, mit QO geschrieben. Kubustan, Naturwunder über 3 Geländefelder, bietet plus 3 Kultur und 1 Produktionen. 1 Produktion. Das ist, glaube ich, sogar, wenn ich das richtig sehe, wenn ich das richtig gesehen habe, ist das sogar begehbar. Also man kann darüber sogar drüber laufen. Ja, genau. Das ist nicht bei jedem so. Hat natürlich eine atemberaubende Anziehungskraft und ja, gibt eine ganze Menge Kultur. Und ist in Aserbaidschan beheimatet. Okay. Passt ja so ein bisschen zumindest zu unseren Regionen, die wir hier so ein bisschen darstellen wollen. Schlammvulkane. Interessant.
Ansonsten hat die nichts weiter. Gibt ein bisschen Anziehungskraft, aber dürfte dann hier so sein. Und gibt uns natürlich einen Bonus auf der Astrologie und gibt uns vor allem auch einen weiteren Zeitalterpunkt, da wir jetzt hier das entdeckt haben. Und ihr seht jetzt hier bei diesen Bildchen, dass die jetzt alle farbig sind. Und das sieht tatsächlich ein bisschen schicker aus als die Schwarz-Weiß-Bilder. Da gab es mal jemanden, der hat sich das anscheinend die Mühe gemacht, diese ganzen Bilder zu repainten. Und ich finde, das hat er auf jeden Fall ganz schick gemacht. Und passt auch ins Spiel. So, hier haben wir uns ausgeheilt. Wir könnten jetzt angreifen. Ja, wir sind immer noch deutlich schlechter. Wir sollten hier weiter ausheilen. Und hier können wir einmal. Können vielleicht einmal den Speer noch zur. Ah, Schildkröten haben wir auch noch. Ich weiß gar nicht, wie das ist mit den Wasserluxusgütern. Ob die auch dazu zählen. Ich dachte immer, dass die auch dazu zählen würden. Ist das eine. Ah, das ist eine Quadrieme. Das ist ungünstig. Dann schicken wir unseren Speer zurück, weil die Quadrieme haben leider eine Fernkampfattacke. Und das ist schlecht für uns. Das heißt, von der Seite vom Wasser aus anzugreifen, ist es eher schlecht. Das heißt, wir schicken unseren Speer hier einmal um die Berge herum und erkunden dann weiter. Wir müssen jetzt nicht dafür sorgen, dass der jetzt die ganze Zeit attackiert wird. Und hier müssen wir mal weiter ausheilen. Während wir hier weiter um unseren Siedlungsstandort aufwenden. Oh. Peşi kuruşu vuzurge parsi istadayı. Danem kazu dost çalı. Had kamiste nun rai. So, ihr steht vor dem großen Kyros von Persien. Ich bin sicher, dass wir schnell Freunde werden, jedenfalls für den Moment. Ja, das ist das Problem bei Kyros. Kyros ist nämlich sehr, sehr stark in Überraschungskriegen erklären. Und ich hätte mir ungefähr alle anderen als Nachbarn gewünscht, nur nicht ihn. Aber gut, wir nehmen ihn jetzt so, wie es ist. Die Perser, also unsere erste Ziff, die wir treffen. Und gut, die Militärstärke ist natürlich deutlich stärker. Wir haben aber ein bisschen mehr Gold als die. Und bei Wissenschaft und Kultur sind sie uns zumindest noch nicht weggerannt. Und es ist natürlich erstmal eine Ehre, ihn kennenzulernen. Ihr solltet unsere benachbarte Stadt besuchen und euch im Glanz von Persiens Kunst und Architektur sonnen. Das machen wir natürlich sehr gerne. Wir würden uns freuen, eure Gastfreundschaft in Anspruch zu nehmen. Dann sehen wir also gleich, wo Persien seine Hauptstadt hat. Und das ist da unten. Beziehungsweise das ist die eine Stadt, die nächste Stadt. Das ist nicht seine Hauptstadt, aber wir sind eine Stätte der Perser. Und was mich schon wieder arg irritiert, ist, dass wir hier oben schon wieder. Naja, unseren potenziellen Standort für Pferde verlieren. Denn der ist schon wieder etwas schneller als wir unterwegs. Und wenn der jetzt hier seine Siedler positioniert, dann werden wir da auch nicht siedeln können. An dem Standort zumindest nicht. Das macht nichts, dass wir jetzt die Pferde nicht kriegen könnten. Das ist immer noch möglich. Wir müssen uns bloß etwas anderes überlegen. Aber das werden wir dann machen zu gegebener Zeit. Auf jeden Fall wissen wir gleich erstmal, wo Eisen ist. Wichtiger. Ja, da ist Tuspa gegründet. Und da kommen auch die ersten Barbarenreiter und Bronze ist der Bogenschützen. Spiegel der Form. Wein ist der Spiegel der Seele. So, und Ohne Eisen. Handwerk ist Inspiration nichts als bloßes Schilf im Wind. Und wir haben auch die Handwerkskunst geschaltet. So, die Ereignisse überschlagen sich. Jetzt sortieren wir erstmal alles. Das Erste, was ich sehe, ist, da ist Eisen. Und das ist sogar noch im dritten Ring unserer Hauptstadt. Es ist ja unfassbar. Das sollte erstmal Jubelschreie unter unserem Volk auslösen. Weiteres Eisen. Ja, guck mal, da können wir jetzt auf jeden Fall keine Stadt gründen, das können wir löschen. Weiteres Eisen sehe ich jetzt erstmal nicht. Wir gehen nochmal in die strategischen Ressourcen, suchen und finden drei Ergebnisse. Jetzt wird es interessant. Wo haben wir denn noch strategische Ressourcen? Ah ja. Hier scheint auch eine strategische Ressource zu sein, die wir allerdings noch nicht aufgedeckt haben. Muss dann wahrscheinlich auch Eisen sein oder Pferde. Da steht vielleicht auch irgendein Bezirk da drauf. Merkwürdig. Auf jeden Fall da Pferde. Wunderbar. So, okay, das macht unseren Siedlungsstandort etwas schwieriger. Der kommt an die Pferde jetzt schon mal nicht ran. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal gut. Suspa liegt natürlich auch relativ gut für die Verteidigung.
Wir können aber trotzdem hier unsere Siedlung gründen. Wir kommen noch, ja, recht gut, sag ich mal, an die Gewürze dran. Wir kommen auch an die Gewürze schnell dran. Wir sind schnell an diesen Gewürzen hier. Wir können die Stadt also massiv pushen, indem wir hier Geländefelder kaufen. Und das sollten wir dann auch nutzen, dass wir das Gewürzfeld hier von den Persern wegschnappen, bevor sich das ausbreitet, und das Pferdefeld kaufen. Und wir können dann nachträglich hier ein Aquädukt bauen, um hier an Süßwasser zu kommen. Das hilft uns auf jeden Fall, um mehr Wohnraum zu generieren. Wir können auch einen Kornspeicher bauen. Die Gewürzfelder helfen uns mit Plantagen, und denen geben uns auch nochmal jeweils einen halben Wohnraum. Das wären dann insgesamt vier Wohn-, also zwei Wohnraum dazu. Ich denke, das ist machbar. Es ist nicht der optimale Standort. Ich wäre natürlich lieber am Fluss gewesen. Aber wir müssen jetzt mal ein bisschen improvisieren, und das sieht ja schon mal gut aus, dass wir das noch hinkriegen. Wir müssen uns jetzt allerdings mal ein bisschen darauf konzentrieren, was hier diese Reiter hier machen und ob die uns jetzt nicht massiv ärgern werden. Gut, dass unsere Schleuderschützen allerdings recht stark sind und die hier deutlich niedermachen können. So, dann erstmal mit unserem Speer zurück. Mit dem Krieger können wir jetzt, glaube ich, na, wir sind immer noch schlechter. Wir lassen den mal noch ausheilen weiter. Und überlegen mal, was wir jetzt als nächstes erforschen. Also, das Bogenschießen könnte jetzt dann doch mal ganz interessant werden. Im Sinne dessen, dass wir uns damit besser verteidigen können in unserer Stadt. Wir haben noch keinen Bonus auf das Bogenschießen, aber vielleicht gewinnen wir ja mit dem Schleuderschützen einen Kampf und können dadurch vielleicht ein bisschen die Forschung etwas beschleunigen. Wahlweise wäre die Steinmetzkunst auch interessant, wegen der Stadtmauern. Die Keramik wäre auch interessant, weil wir dann relativ schnell den Kornspeicher kaufen könnten, den wir brauchen, um hier diese Stadt zu pushen. Wenn wir die Stadt gründen, hat die nur zwei Wohnraum. Das heißt, die können nur zwei Felder bearbeiten. Und wir werden relativ schnell mehr Felder bewirtschaften müssen hier, um die Stadt auch zu halten. Denn Loyalität ist ja wieder ein großer Faktor. Wirkt sich jetzt hier gerade nicht so aus, weil die Stadt noch sehr klein ist und wir auch noch relativ Loyalitätsdruck von der Stadt ausführen. Wie viel kostet denn ein Kornspeicher, wenn man den kauft? Achso, wissen wir auch gar nicht, weil wir den noch nicht erforscht haben. Aber ich glaube, der kostet auch so um die 200 irgendwie. Ich bin, glaube ich, tatsächlich erstmal für die Keramik und den Kornspeicher für den Wohnraum. Weil wir hier jetzt das Aquädukt kriegen wir so schnell nicht. Und so kommen wir wenigstens auf die Einwohnerzahl, die mögliche. So. Auf 6 wachsen von der Zivilisation. Das machen wir auf jeden Fall. Das frühe Reich reduziert die Kosten für den Kauf eines Geländefeldes um 20%. Das könnte uns, wie gesagt, auch helfen, wenn wir hier Geländefelder kaufen wollen. Und das nächste Volt war nur wieder gebaut. Das Etiminanki ist also auch weg. Das stört uns nicht. Das, ja, ist nicht so schlimm. Oh, Marmor ist ja auch noch. Okay. Gut, da kommen wir jetzt nicht ganz hin. Im dritten Ring vielleicht ein bisschen. Das wäre wirklich ein super Standort gewesen. Also, das wäre die absolute OP-Stadt gewesen. Es gibt einen Grund, warum die KI hier dran bauen wollte. Aber wahrscheinlich hat sie einfach nicht so weit gescoutet und gesehen, dass hier noch Pferde sind. Also, wir greifen mal hier einmal den. Der hat uns jetzt unsere Ressource geplündert. Das ist ungünstig. Das ist nicht ganz so dramatisch, aber ungünstig. Weil wir dadurch jetzt weniger Produktion haben auf dem Feld. Die können wir aber einfach wieder reparieren. Das kostet uns auch keine Handwerkerladung. Wir brauchen nur einen Handwerker dazu. Das lässt sie nicht vermeiden.
Aber gut, so gehen wir jetzt erstmal hier ein bisschen in den Wachstum und in 4 Runden ist dann auch trotzdem unser Siedler fertig. Also können wir jetzt hier mal angreifen? Ja. Ich denke mal, wir greifen jetzt die erste Runde mal hier an. Dass wir das Barbarenlager hier wegbekommen. Und mit dem Speer ziehen wir mal weiter. Aber bis auf diese eine Eisen- und Pferdequelle jetzt auch weiterhin nichts gefunden, sollten wir uns auf jeden Fall mal merken, dass wir jetzt auch nicht in strategischen Ressourcen schwimmen. Okay, Granada mischt sich da ein bisschen in den Kampf ein. Das ist wunderbar. Das freut mich. Und hier, der Speerkämpfer hat auch einen Fehler gemacht, und nämlich hier uns anzugreifen. Das dürfte uns jetzt den entscheidenden Sieg bringen. Und damit sollten wir dann das Barbarencamp hier auch dann gleich auflösen können. So, hier schaffen wir es, diese Reitereinheit zu besiegen. Das ist auch sehr gut. Dann haben wir den Bonus auf das Bogenschießen. Das ist super. Dann können wir das gleich als nächstes erforschen dann nach der Keramik. Und wir haben einen nächsten Stadtstaat getroffen, nämlich Antananarivo. Antananarivo hat schon. Okay, rekrutiert einen großen Propheten, das kriegen wir nicht hin. Kriegen natürlich auch keinen Gesandten, weil wahrscheinlich auch schon die Perser Indien natürlich entdeckt haben. Genauso wie Granada die Perser wahrscheinlich auch als erstes entdeckt haben. So, die Perser mögen uns, sag ich mal, ein bisschen, aber, also, das heißt ein bisschen, sind etwas unfreundlich gegenüber uns, aber es hält sich in Grenzen. Wir sollten das auf jeden Fall beobachten. So, politische Philosophie haben wir, das Heureka bekommen, beziehungsweise Inspiration. Wir haben 3 Stadtstaaten getroffen. Das ist immer so auch ein guter Punkt, warum man viel scouten sollte am Anfang. Sehr schön. So, dann gehen wir hier weiter. Und versuchen hier mal noch ein bisschen Land aufzudecken. Vielleicht finden wir ja nochmal eine andere Quelle für strategische Ressourcen, also für Pferde. So, da kommt nochmal. Jetzt wird es allerdings ungünstig. Den befördern wir einmal. Für Salve, also die offensive Variante, nehmen wir hier. Das haben wir das letzte Mal im letzten Spiel schon gemerkt. Und hier lösen wir einmal den Posten auf und geben uns die 10 EP und hoffen, dass wir das hier überleben. Der steht irgendwo hier, der Reiter. Das ist ungünstig. Schicken den Speer dann gleich mal auf die andere Flussseite. So, 4 Einwohner haben wir hier. Ja, wir können das eigentlich erstmal bewirtschaften. Wir bauen das ja dann auch wieder aus und wir haben jetzt eh kein besseres Feld. Und hier, dem Krieger ziehe ich auch mal zurück, dass der uns ein bisschen im Kampf unterstützt. Der ist ja auch noch relativ stark. So, der greift jetzt erstmal unsere Stadt an. Das ist nicht ganz so dramatisch. Die können unsere Stadt nicht einnehmen, die Barbarenkämpfer. Und wir können weiter einfach auf den schießen. Und den damit auch eine ganze Ecke schwächen. Unseren anderen Krieger, den schicken wir jetzt auf jeden Fall erstmal nach Hause. Okay, hier ist auch nochmal Elfenbein. Und unseren Krieger hier wollen wir natürlich auch nochmal ein bisschen in die Hauptstadt ziehen. Das stört uns nicht, das gibt uns. Da kommt der. Also irgendwo müssen hier nochmal Pferde sein. Also, das kann man vielleicht nochmal kurz erklären, warum manchmal diese Barbaren-Kämpfer Pferde haben. Die Barbaren haben dann Pferderessourcen oder Pferdeeinheiten, wenn auch Pferderessourcen um die herum sind. Also ist die Chance groß, dass hier irgendwo auch Pferde sind. Da ist ein Bonusdorf. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir unsere Einheiten hier nicht einbüßen. Also, und vor allem unseren Siedler nicht einbüßen.
Wir könnten die Einheit hier schon mal ausschalten. So, ich würde jetzt natürlich super gerne in Richtung Süden laufen, aber wir müssen natürlich auch aufpassen, dass wir jetzt nicht unseren Siedler verlieren. Wir können aber zumindest mal hierhin laufen, das sollte ungefährlich sein. Und dann müssen wir mal darauf achten, was die Barbareneinheiten machen hier. So, wie schnell sind wir an unserem Siedlungsstandort? Da unten in, ja, 5 Runden, 5, 6 Runden. Das heißt, einen Händler können wir schon mal rekrutieren. Theoretisch. Müssen dann aber als allererstes auf jeden Fall das Pferdefeld kaufen. Und das Gewürzfeld, das 3-3er-Feld. Also die beiden Felder müssen wir auf jeden Fall kaufen. Alle anderen Felder kriegen wir so. Ja. Wir könnten auch nochmal eine militärische Einheit dazwischen schieben. Wir könnten uns auch eine militärische Einheit kaufen. Das wäre auch möglich. Die wir dann vielleicht mit dem Siedler nach unten, nach Süden schicken. Dann können wir es bloß wiederum den Kornspeicher nicht kaufen. Also wir müssen jetzt auch 100, also wir brauchen 110 Gold, wahrscheinlich 115 Gold, das kostet dann immer mehr ein bisschen mehr. Also sagen wir so um die 120 Gold insgesamt, die wir jetzt mal dafür einplanen müssten, demnächst Geländefelder zu kaufen. Das heißt, das müssen wir auf jeden Fall in der Rückhand haben. Wir verdienen jetzt noch ein bisschen Gold, indem wir hier runterlaufen. Also wir sehen ja sechs, das sind ja so 5 bis 6 Runden, das sind nochmal 36 Gold dazu. Das wird nicht ganz reichen für eine Einheit, wenn wir dann beide Geländefelder hier kaufen wollen. Aber davon abgesehen, für einen Kornspeicher reicht das eben auch nicht. Achso, wir können die Runde eh keinen Krieger kaufen, weil jetzt eine Einheit da drin steht. Das hat sich dann also erledigt, klar. Okay. Weil jetzt eine Einheit da drin steht, können wir keine neue kaufen. Aber wir könnten theoretisch eine produzieren, das wäre bloß zu spät. Dann machen wir das mit dem Händler, was wir ursprünglich geplant hatten. Ja, die berittenen Bogenschützen sind dahingehend anstrengend, weil wir im Nahkampf dagegen nicht so viel machen können. Also weil unsere Nahkämpfer da jetzt relativ dem ausgeliefert sind. Und so, hier gehen wir mal nicht um an dem. Der hier macht eigentlich gar nichts und steht da einfach nur rum. Ja, wir werden mit dem Speer dann wegziehen. Und der hier kommt ja zumindest auch dem entgegen hier. Dann können wir den gleich begleiten lassen. Und mit dem Speer müssen wir jetzt mal weitestgehend irgendwo abhauen. Wahrscheinlich müssen wir den jetzt auch erstmal hier rüber zurückziehen. Damit das der sicher ist. So, nächste Wahl. Die Wahl des Pantheons. Und ich muss auch mal ein bisschen was von der Nervennahrung nehmen. So. Wir brauchen. Was haben wir denn überhaupt noch zur Auswahl? Also, ich gehe weiterhin davon aus, dass wir erstmal keine heiligen Stätten bauen. Das heißt, sämtliche Sachen, die hier mit heiligen Stätten zu tun haben, brauchen wir erstmal nicht. Tanz der Nördlicher, Göttin des Flusses, ist eigentlich auszuschließen. Monument für die Götter ist wieder das Problem, dass das halt nur was für die Antike und die Klassik bringt und wir auch Wunder bauen müssten, was wir im Moment, ich im Moment gar nicht sehe. Göttlicher Funkel ist sehr, sehr generisch. Und wir haben auch noch keine Campus oder Campi oder Theaterplätze geplant. Wie viele wir davon bauen und ob wir in die Richtung Siegrichtung gehen, wissen wir auch noch nicht. Ist schwierig. So. Produktion durch Sumpf, Oase und Wüstenschwemmland. Wir haben keine Schwemmländer bei uns. Fischerboote würde ich jetzt auch erstmal ausschließen. Wir werden nicht so viele Hafenstädte haben. Kultur durch Weiden. Okay, wir haben hier eine Weide. Das zählt tatsächlich, glaube ich, auch als Weide, die Pferderessource. Das sind zwei. Potenziell, wenn wir hier noch eine Stadt gründen, wäre es hier die dritte, aber das sehe ich
Das sind, ja, hier oben sind noch zwei, aber ich sehe hier jetzt nicht so super viele Weiden. Deswegen würde ich das auch schon ausschließen. Nahrung durch Jagdlager. Wir haben hier eigentlich nur Elfenbein. Das ist ein Jagdlager. Wir haben hier oben noch Ressourcen. Grundsätzlich vielleicht auch trotzdem noch ein interessanter Siedlungsort hier oben. Viele Jagdressourcen, Gewürze hier auch nochmal, Wale. Aber erstmal nicht vorrangig. Und Jagdlager um uns herum sind halt auch sehr begrenzt. Außer das eine Elfenbein hier, vielleicht noch das Elfenbein da. Sehe ich jetzt auch nicht so viele. So, dann haben wir Glauben durch Steinbrüche. Da haben wir jetzt insgesamt zwei, drei Steinbrüche hier. Und wir haben noch diverse Marmor- und Luxusressourcen, die wir eventuell anschließen könnten. Die Frage ist, was machen wir mit dem Glauben? Also es gibt dann später die Möglichkeit, tatsächlich Einheiten mit Glauben zu kaufen. Das heißt, wir könnten, das ist sozusagen so eine zusätzliche Währung zum Gold. Da bin ich jetzt aber gerade nicht tief genug drin, um zu sehen, ob man da bestimmte Voraussetzungen braucht, das zu tun. Deswegen würde ich das erstmal jetzt auch ausschließen. Das gleiche mit den Götzenbildern. Plus zwei Glauben durch Minen bei Luxusgütern und Bonusressourcen. Wir haben eine Mine, die Eisenmine und Bonusressourcen. Also wir haben auch keine Minen bei Bonusressourcen. Wir haben hier keine Kupfer oder sonstigen Minen oder keine anderen Luxusgüter, wo wir Minen haben. Gott der Handwerker. Plus 1 Produktion und plus 1 Glauben von modernisierten strategischen Ressourcen. Das ist wiederum interessanter. Wenn wir die Pferde kriegen sollten und die hier ausbauen, dann kriegen wir da nochmal plus 1 Produktion extra. Das gleiche auch beim Eisen hier oben. Und das hilft uns natürlich dann auch bei zukünftigen weiteren strategischen Ressourcen. Das ist ein bisschen Spekulation, aber könnte zumindest nicht uninteressant sein. Sagen wir mal so. Ist jetzt auch das Erste, was jetzt hier kommt, was jetzt, sage ich mal, wirklich vielleicht auch was bringen würde. So, ja, Jagdlager. Naja, so wie gesagt, eigentlich nur einmal Elfenbein, ne? Genau, das gleiche Initiationsfrieden, plus 50% Glauben für jeden aufgenommenen Barbaren Außenposten. Das wird dann irgendwann im Laufe des Spiels immer weniger, deswegen würde ich das auch erstmal Quatsch finden. Das bringt auch nur am Anfang des Spiels etwas. Jetzt haben wir auch schon einige Barbarencamps ausgelöscht, da werden wir jetzt wahrscheinlich nicht nochmal welche bekommen. Oder nicht so viele. Gott der Heilung erhöht, da müssen wir wieder heilige Stätten bauen. Das gleiche auch mit Gott des Krieges. Dann haben wir ganz generisch Fruchtbarkeitsriten. Ihr erhaltet bei der Auswahl einen Handwerker in eurer Hauptstadt. Das Stadtwachstum ist 10% höher. Stadtwachstum bedeutet, dass wir schneller, ja, dass wir sozusagen schneller an neue Bewohner bekommen. Also, das ist natürlich nicht so schlecht, gerade für die Städte, die jetzt nicht direkt an super Standorten sind, wie hier zum Beispiel. Hilft uns auf jeden Fall auch über das gesamte Spiel. Und wir kriegen einen kostenlosen Handwerker, mit dem wir dann theoretisch hier auch wieder die Steinressource reparieren könnten, sobald diese Einheit hier weg ist. Wäre nicht schlecht. Ansonsten göttliche Stadtpatronen plus 25% Produktion für Bezirke in Städten, die keine Spezialbezirke haben. Das heißt, wir kriegen für den ersten Spezialbezirk, den wir in jeder Stadt bauen, einen Produktionsbonus von 25%. Das ist auch nicht schlecht, aber es ist auch sehr generisch und irgendwann baut man halt keine Städte mehr. Und gibt uns halt eben auch nur beim Bau von Bezirken einen Bonus. Genau, dann haben wir hier wieder die Göttin der Erde mit Anziehungskraft, Atemberauben. Das können wir hier im Regenwald relativ knicken. Hier sind alle Felder relativ schlecht von der Anziehungskraft und das andere ist nochmal Glauben durch geothermische Risse und Vulkane. Vulkanerde, die haben wir hier auch nicht. Wir haben zwar einen Vulkan oben, aber wir haben keine geothermischen Risse in der Nähe. So, das heißt, Fruchtbarkeitsriten oder Gott der Handwerker. Das scheint wohl die Auswahl zu sein. Wahlweise noch die Steinkreise wegen den doch relativ vielen Steinressourcen. Also hier ist ja auch nochmal eine. Also das ist ja ein zumindest in der Hauptstadt jetzt schon mal 8 Glauben. Und dann noch die diversen Marmorressourcen. Und hier sind auch nochmal Steine, wenn wir die anschließen würden. Marmor hatten wir, glaube ich, hier einmal. Wir hätten hier unten noch zweimal Marmor gehabt. Das wäre natürlich super, hätten wir unsere Stadt da bei einem ursprünglichen Stadtort zu bauen. Dann wäre das vielleicht wirklich was gebracht mit den Steinkreisen. Und dem Glauben, den wir dadurch generiert hätten. So müssen wir vielleicht Tuspa einnehmen irgendwann, um hier den Marmor zu bekommen. Gibt uns auch
gibt uns auch die Möglichkeit, hier dieses das Weltwunder einzunehmen. Also Tuspa an sich eine ganz gute Standort. Das Problem ist bloß, dass das den Persern gehört und dass die relativ starke gegnerische Einheiten haben. Also das nicht, das wird, das ist nicht mal eben so gemacht. Gut. Also. Das sind die Auswahlmöglichkeiten. Jetzt müssen wir uns entscheiden. Ich tendiere zum Gott der Handwerker. Das ist irgendwie die sicherste Variante. Wir kriegen so ein ganz, ganz kleines bisschen Glauben, aber durch die zwei Ressourcen, die wir hoffentlich hier angeschlossen bekommen, kann natürlich auch total nach hinten losgehen, wenn wir jetzt hier mit dem Siedler hinwandern und just in dem Moment wird uns diese Pferderessource geklaut. Dann haben wir nur noch eine strategische Ressource, mit dem wir einen Glauben, eine Produktion bekommen und dann war es das schon wieder. Die Fruchtbarkeitsriten ist natürlich wirklich sehr, sehr sicher. Mit dem kostenlosen Handwerker. Tja, Steinkreise. Steinkreise gibt uns jetzt auch schon mal ein bisschen Glauben hier. Gibt hier nochmal Glauben und da nochmal Glauben. Und ich glaube, ich wollte hier unten nochmal eine Stadt gründen. Und die Marmorressource könnten wir dem sogar hier noch wegschnappen, zumindest die eine. Vielleicht machen wir das sogar. Denn wenn wir keine heiligen Städte produzieren, werden wir auch keine andere Möglichkeit haben, Glauben zu generieren. Und dadurch bekommen wir eigentlich relativ viel dadurch. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir damit auch was kaufen können irgendwann. Der Chat scheint auch noch sehr unentschlossen zu sein. Und überlegt auch. Ich bin halt von diesen also nur mal so dazu, was das zu dem Generischen. Ich bin halt von diesen Fruchtbarkeitsriten selber nicht so überzeugt, weil das so. Wir kriegen jetzt einmal einen Handwerker und der 10% Bonus für das Stadtwachstum ist halt so gering, dass ich nicht finde, dass der jetzt dass der jetzt einen großen Einfluss hat auf unser Spiel. Deswegen bin ich jetzt eher bei den Steinkreisen oder beim Gott der Handwerker. Und die Frage ist natürlich, ob wir überhaupt noch außerhalb der zwei, also strategische Ressourcen sind später ja noch mehr. Also wir kriegen dann später noch Salpeter, wir kriegen Kohle, Aluminium, Öl. Das sind alle strategische Ressourcen, die wir dann später noch aufdecken können. Wo wir noch relativ viel daraus bekommen, also Produktion daraus bekommen können. Und wir spielen ja auch ein bisschen damit, dass wir diese Ressourcen und die strategischen Ressourcen erschließen wollen. Aber diesen Glauben, den wir bekommen, ist auch halt nicht schlecht. So. Also der Chat scheint sich nicht entscheiden zu wollen. Dann werde ich das hier selbst entscheiden müssen. Und ich glaube, ich nehme den Glauben. Ja. Also wie gesagt, ich glaube auch, dass wir mit dem Glauben irgendwie noch was später anstellen können. Wir werden damit auf jeden Fall noch was machen können. Und dadurch, dass wir den Marmor hier haben und wir noch einiges an Marmor anschließen können, hier ist noch ein Marmor, hier ist auch noch mal Stein hier unten an der Küste, wo wir potenziell auch noch eine Stadt bauen wollten. Und hier oben ist noch dreimal Stein, den wir insgesamt einschließen. Sogar hier am Vulkan sogar noch mal. Also hier sind einige Steinressourcen. Ja gut, wir nehmen die Steingreise und kriegen dann gleich ein bisschen mehr Glauben hier, nämlich durch die Modernisierten natürlich vor allem, ne? So. Gut. Dann haben wir hier die Mystik. Wir haben einen Zeitalterpunkt bekommen, weil wir dem ein, ja, so eine Glaubensrichtung, so eine etwas undefiniertere bekommen, noch keinen richtigen Glauben gegründet haben, aber zumindest etwas, woran wir Glauben haben. Und dann können wir auch schon in die nächste Runde gehen. So, die Einheit bleibt natürlich erstmal hier stehen. Und sichert sich hier ab, beziehungsweise wir können die erstmal hier lassen. Der Spieler auch und geht dann hier in die nächste Runde.
Okay, die haben es auf jeden Fall alle auf unseren Speer abgesehen hier, die beiden Einheiten. Kein Mann benetzte jemals Ton und ließ ihn dann liegen, als ob Ziegel durch Zufall oder Schicksal entstehen würden. So. Die Keramik ist erforscht. Wir können jetzt also auch Kornspeicher bauen. Wir ziehen jetzt erstmal die beiden Einheiten zusammen. Ketten die an. Das heißt, unser Siedler ist jetzt erstmal geschützt. Das ist erstmal wichtig. Jetzt können wir überlegen, ob wir nicht doch mal ein Feld vorziehen wollen. Hallo Harald, sehr schön, dass du da bist. Du bist sehr gerne eingeladen, natürlich mit zu kommunizieren, aber auch natürlich gerne zum stillen Zuschauen. Freut mich, dass du da bist. So, was machen wir denn jetzt hier? Ich habe so ein bisschen Angst, dass unser Speer hops geht. Dann können wir jetzt natürlich noch mal ein bisschen zurückziehen, aber wir müssen auch ein bisschen schauen, dass wir unseren Krieger hier sicher ins Dorf bekommen. Ich schiebe mal unseren Schleuderschützen ein Feld nach vorne, um den Krieger hier abzusichern und das nach hinten zu sichern. Wir machen das mal so. So, der dürfte jetzt nur von denen angegriffen werden, das dürfte er überleben haben. Hast du den Weg aus der Küche gefunden, Frank? Das ist doch schön. Das ist doch schön. So, nächste Forschung. Wir nehmen auf jeden Fall das Bogenschießen. Ich denke mal, das steht außer Frage. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall ein bisschen mehr Verteidigung gegen diese blöden Barbaren da. Vor allem gegen diese Briten und Bogenschützen, die uns wirklich jetzt massiv ärgern können hier. So, die sind jetzt beide gewandert. Das ist schon mal gut. Damit retten wir jetzt erstmal unseren Krieger und wir retten uns vor allem auch erstmal unseren Speer. Und wir mischen zumindest ein bisschen schon mal hier die Barbaren auf. Und unseren Siedler schicken wir weiter gen Süden. Ist ein bisschen ärgerlich, dass die Einheiten von Granada jetzt hier ein bisschen im Weg stehen. Aber es sieht im Moment gut aus. Also Tuspa hat sich noch nicht erweitert. Auch Granada ist noch nicht weitergekommen. Das sieht im Moment ganz gut aus, dass wir das schaffen. In 7 Runden ist das frühe Reich erforscht. Ah, guck mal, das erste Feld hat sich leider erhöht. Das 3-3 Gewürzfeld ist leider weg. Gut, das war abzusehen. Was hast du denn gekocht, Frank? War das jetzt der Gulasch? Der Gulasch, ne, glaube ich, oder? So, die erste Einheit haben wir schon mal vernichtet. Das ist schon mal gut. Den können wir weiter ausheilen. Stört uns dieser komische Granada-Krieger, der hier einfach blöd dumm rumsteht. Einmal bitte nächste Runde. So, wir kriegen mal eine Nachricht von Kyros. Wenn eine Täuschung ansteht, ziehe ich es vor, dass ich derjenige bin, der die Trinke spinnt. Haben wir eine Täuschung gemacht? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, Kyros, missfällt euer Versagen bei der Erklärung von Überraschungskriegen. Ja, wir haben noch keine Überraschungskriege erklärt. Hatten wir eigentlich auch nicht vor, ehrlicherweise. Ah, die Barbaren wollen hier auf das Steinfeld. Ah ja, okay. Aber ich glaube, wir können die jetzt ausschalten. Wunderbar. Sehr schön. Das haben wir also gelöst, das Problem. Wir müssen jetzt unbedingt mal unseren Speer heilen gleich. Und jetzt werden wir hier gleich dann in der nächsten Runde die Siedlung gründen. Na, das wird spannend. Wie sieht das denn mit Loyalität eigentlich aus? Das sieht gut aus. Das ist kein Problem. Ah ja, Gulasch-Eintopf, genau. Okay. Ja, das ist natürlich auch mal ein bisschen Aufwand. Die Gewürzschalen hoch und runter. Nicht von links nach rechts, sondern hoch und runter. Okay. Na gut. Nächste Runde. Schauen wir mal, ob wir uns jetzt hier nicht zum Ziel machen. Ja, der darf ruhig automatisch gelöscht werden. So, damit haben wir Aigai gegründet. Unsere erste Siedlung außerhalb unserer Hauptstadt. Mit einem wunderbaren 4-1 Gewürzfeld.
Das 3-3 Feld ist leider weg, aber wir können uns jetzt zumindest mal neue Felder kaufen. Das sollten wir auch gleich machen. Also auf jeden Fall wollen wir auf jeden Fall schon mal das Pferdefeld haben. Damit haben wir jetzt schon mal die erste strategische Ressource, das ist schon mal wichtig. Jetzt haben wir noch 201 Gold. Alles andere ist jetzt erstmal unwichtig zum Kauf. Da kommt jetzt der Perser auch nicht dran. Wir könnten jetzt nochmal schauen, dass wir in Algar jetzt tatsächlich mit dem restlichen Gold jetzt irgendwas kaufen, was sinnvoll ist. Also zum Beispiel ein Handwerker kostet 215, den könnten wir uns bald kaufen. Da könnten wir relativ schnell die Pferderessource stärken und auch Pferde haben. Und was wir uns auf jeden Fall auch einplanen sollten, wäre hier ein militärisches Lager. Und dafür sollten wir uns auch nochmal überlegen, welchen Standort wir nutzen könnten. Da sehe ich potenziell auch, da könnten wir den Perser auch relativ ärgern, indem wir das zum Beispiel hier hinstellen. Da haben wir einige taktische Möglichkeiten. Müssen wir dann mal überlegen, wie wir es machen. So, gut, der Händler ist da. Den schicken wir jetzt auch gleich nach Granada, damit wir da ein bisschen mehr Gold bekommen und auch den Gesandten bekommen, das ist wichtig. Der hilft uns beim Bau von Einheiten. Sehr schön. Ein Zeitalterpunkt, ein weiteren. Die Barbaren haben sich aufgelöst. So, sehr schön. Dann brauchen wir... Achso, wir brauchten auch hier oben noch einen Handwerker, ne? Wegen der Steinressource. Die ist auch nicht ganz unwichtig. Ich würde den aber, glaube ich, erst kaufen wollen, den Handwerker. Wir werden den dann kaufen, den Handwerker. Womöglich in Algai. Da erwarte ich noch einen interessanten Stadtnamen. Und werden dann damit die Pferde modernisieren. Und schicken den dann nach oben. Genau, wir haben hier zwei Einwohner. Das heißt, wir müssen hier auf jeden Fall mal zwei Sachen modernisieren, dass wir zumindest auf drei kommen. Also Pferderes und vielleicht noch was anderes. Das heißt, ich würde tatsächlich jetzt auch bald in Richtung Bewässerung gehen. Haben wir für die Bewässerung schon? Ah, haben wir noch keinen Bonus. Das ist schlecht. Das ist doof. Können wir aber gucken, dass wir den irgendwie bekommen. Ansonsten bin ich hier derzeit auch stark für weitere Expansion und eine dritte Stadt. Und würde hier gerne tatsächlich wieder in Richtung Siedler gehen. Wir kriegen auch in drei Runden den allerersten Gouverneurstitel. Den können wir auch nutzen oder hilft uns vielleicht auch. Wir können sogar hier schon ein Lager produzieren. Aha, das ist interessant. Da können wir nicht, weil wir noch keinen geeigneten Standort dafür haben. Darf nicht an ein Stadtzentrum angrenzen. Okay, aber das... Achso, und auf der strategischen Ressource können wir natürlich nichts bauen. Klar. Deswegen haben wir keinen geeigneten Standort, ja. So. Lass uns mal überlegen. Wo könnten wir potenziell denn ein Lager bauen, was auch relativ gut zu verteidigen wäre, wo wir auch den... ein bisschen Boni bekommen, das... könnte zum Beispiel hier dieses Feld sein, hier in dieser Flussbiegung tatsächlich. Nö, nicht unbedingt. Ich glaube, wir lassen das mal mit dem IA heute. Ich habe jetzt nur deswegen Alexandria genommen, aufgrund des, naja, geschichtsträchtigen Namens der Stadt und passend zu Alexander dem Großen. Aber ich denke mal, wir lassen das und wir machen uns dann, beschränken uns diesmal nicht und machen uns etwas freier. Kann auch mehr auf die Situation bezogen sein, zum Beispiel. Hier haben wir ja sehr viele Gewürze, wir haben ja ein bisschen Marmor. Wir sind hier zwischen Granada und Tuspa. Vielleicht gibt es da ja irgendwelche kreativen Namen. Wir könnten, glaube ich, tatsächlich das Lager auch hier bauen. Damit würden wir den Weg zum Marmor auch ein bisschen abschneiden. Und mit dem Lager würden wir ihn natürlich hier auch ärgern. Dann hätten wir immer eine Möglichkeit, auf Tuspa zu schießen. Und die hätten sich gegenseitig zu schießen. Ich weiß gar nicht. Der ist noch ein Wald dazwischen. Der ist, glaube ich, auf Tuspa liegt sogar auf einem Hügel. Ist also nochmal relativ schwierig einzunehmen. Viel Wasser umgeben. Gute strategische Lage. Während Algai natürlich wirklich schlecht ist, was die Lage ist. Das heißt, wir müssen hier auch wieder
massiv in die Stadtverteidigung investieren. Erster Bezirk, den wir bauen, wäre das Lager tatsächlich interessant. Oder hier auf diesem Flachlandgeländefeld. Eins der beiden. Könnte man später auch nochmal ein Handelszentrum hinstellen. An einem der beiden Felder ist egal wo. Vielleicht eher von der abgewandten Seite. Ja, machen wir das hier. Genau. Zack. Und dann müssten wir eigentlich jetzt auch ein Feld haben für das Lager. Ja, perfekt. Gut, dann bauen wir da das Lager hin. Und versuchen den dann mal ein bisschen zu ärgern. So. Mal gucken, wer das aufnimmt. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass er dann recht unangenehm darauf reagiert. Und hier werden wir dann mal doch Richtung Handwerker gehen, weil wir jetzt doch nicht genug Geld haben. Und danach dann den Siedler machen. So, den schützen wir. So, mal sehen, wie lange es dauert, bis Kyros uns den Krieg erklärt. Ich befürchte, das wird relativ schnell passieren. Dazu kommt, dass wir mehr Annehmlichkeiten benötigen. Auch ein Punkt, den wir erfüllen müssten. Wir müssen also dringend mal eins der Luxusgüter ausbauen. Vielleicht Elfenbein wäre doch nicht so schlecht. Ich habe einen Vorschlag. Das kostet uns zwar 90 Gold, aber es würde noch ewig dauern, bis wir das hier anschließen können. Aber es ist natürlich auch ein super tolles Feld mit viel Geld. Kostet uns 90 Gold, aber der Handwerker, der hier produziert wird, kann das Feld reparieren. Könnte dann Elfenbein ausbauen und hier noch die Pferde. Dann hätten wir noch eine Handwerkerladung übrig, um vielleicht nochmal irgendwann hier vielleicht in Richtung Marmor zu gehen. Ja, das machen wir. Wir kaufen einmal das Feld jetzt, wo es günstiger ist. Können das sogar einmal bewirtschaften hier. Kriegen dadurch ein Gold pro Runde mehr. Und können das dann auch gleich ausbauen. Egal, lassen wir hier. Okay. Interessanter Startname. Finde ich gut. Frank schlägt, für alle YouTube-Zuschauer, Frank hat gerade Marbella vor. Marbella hat mir das, glaube ich, ausgesprochen, vorgeschlagen. Ist, glaube ich, eine spanische Stadt, soweit ich weiß. Genau. Er schreibt es auch, das wäre eine antike Stätte in Andalusien, also in der Nähe von Granada gewesen. Oder ist sogar, ja gut, Granada gewesen. Genau. Marbella würde auch zusätzlich noch zum nahegelegenen Marmor passen. Ja, warum nicht? Ist auf jeden Fall eine antike Stadt. Googelt selbst mal bei YouTube, wenn ihr das. YouTube sag schon, bei Google. Googelt selbst mal nach Marbella. Da könnt ihr euch ein bisschen darüber informieren. Ich auch zum Beispiel. Und dann gehen wir hier einmal in die Stadtdetails. Und dann taufen wir einmal die Stadt Bella geschrieben, glaube ich. Ja, ich habe es, glaube ich, richtig geschrieben. Und ich würde sagen, damit, mit der neuen Stadttaufe, gehen wir mal in die nächste Pause. Und dann geht es nach der Pause direkt weiter. Beziehungsweise ich mache jetzt nur eine Pause für die und einen Cut hier für die YouTube-Zuschauer dann. Und für uns geht es dann gleich nach der Pause weiter in die nächste Runde. Also, bis gleich.